Leseratten. Es ist Zeit für das neue Lesewichteln für Dezember in dem Fall. Und das Lustige ist, dass mein Zufallsgenerator diesmal bis auf eins tatsächlich nur Wochenendbücher ausgespuckt hat. Ich habe für Dezember schon für jedes Wochenende bzw. für jeden Adventssonntag oder für jedes Adventswochenende ein Buch. Allerdings hat der Dezember noch ein weiteres Wochenende, wo man dann tatsächlich eins von den Büchern lesen könnte. Oder das fünfte Buch, was hierbei ist, ist tatsächlich ein E-Book. Das hatten wir auch noch nicht gehabt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange einfach mal an und ihr entscheidet wieder, welches Buch von diesen Büchern soll ich im Dezember lesen. Zuerst haben wir hier Mord nach Mars von Agatha Christie. Ja, viel kann ich euch zu den Büchern natürlich nicht sagen. Also dem vor allem nicht. Genau. Dann kommt sogar das E-Book direkt rein und das ist Die Küchenfee von Stella Konrad. Das letzte Buch von Stella Konrad, was ich noch hier habe. Und ich glaube, es ist sogar bis jetzt das dickste. Ich habe gerade mal geguckt, ob es auch als Wochenendbuch gelten könnte, aber es hat über 400 Seiten. Was? Aber ihre Bücher lassen sie ja super, super schnell lesen, von daher alles kein Problem. Dann könnte ich mit dem nächsten Buch eine Trilogie beenden, und zwar Song von, ich habe keine Ahnung, Jason Letko, der mysteriöse Mr. Spines Band 3. Das nächste Buch ist der Beginn einer Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ich glaube, ich habe die ersten beiden Bücher hier. Auf jeden Fall ist das der erste. Und zwar von René oder Renée? Cassie? Hotel Heartbeat. Ein Chaos-Küsse-Katastrophenbuch. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ist wie gesagt auch so ein Wochenendbuch. Ich habe Mist erzählt. Das letzte Buch ist gar kein Wochenendbuch. Das letzte Buch ist auch... Was ist denn mit dem passiert? Warum hat denn das einen Knick am Cover? Was? Ja, egal. Auf jeden Fall ist es auch der Abschluss einer Trilogie, die ich schon lange hätte beenden können und wollen eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe. Muck. Das Geheimnis von Utilitas. Ja. Liegt hier schon seit ewigen Zeiten rum? Seit wann genau? Über ein Jahr? Also am 6.8.2017 kam es bei mir an und ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß nicht warum. Die anderen Bücher habe ich immer sofort verschlungen. Das hier nicht. Weiß ich nicht. Hat sich aber nicht ergeben. Gut, das sind also die vier Bücher oder fünf Bücher. Ich sehe hier gerade nur vier, deswegen. So. Und denkt euch das E-Book noch mit dazu. Dann sind es insgesamt fünf Bücher, für die ihr abstimmen könnt. Und ich bin sehr gespannt, was es diesmal werden wird. Ich habe im Moment gar keinen Favoriten, ehrlich gesagt. So null. Ich würde mich auch über alle Bücher freuen. Gucken wir einfach mal, was da rauskommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.